Ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Diese Woche habe ich diesen Opel Mokka bei mir. Das ist noch das alte Modell. Ich weiß gar nicht, ob es dazu noch einen Vorgänger gibt. Müsste ich mal nachschauen. Auf jeden Fall gibt es auch noch einen neueren. Der sieht dann ein bisschen anders aus. Das hier ist das Modell, was vor circa 10 Jahren auf dem Markt war. Das heißt, das Auto ist ein Gebrauchtwagen, ist schon ein bisschen älter, hat ein paar Kilometer runter, noch nicht exorbitant viele. Der ist jetzt die Woche bei mir. Ich werde mich die ganze Woche um das Auto kümmern. Das Auto bekommt eine Keramik außen. Und die Felgen werden auch noch keramisch versiegelt und natürlich die obligatorische Innenreinigung gehört auch immer dazu. Es ist ein gepflegtes Garagenfahrzeug, das kann ich soweit schon mal sagen. Die Reinigung habt ihr ja eben schon gesehen. Wir sind jetzt soweit hier schon mal wieder in der Werkstatt. Ich habe die ganzen Kunststoffleisten nochmal separat geputzt. Das sind einige an dem Auto. Die bekommt ihr nämlich ohne diesen Melaminschwamm, bekommt ihr die in der SB-Box nicht so sauber, sondern da muss man dann nochmal ordentlich schrubben, damit die dann vernünftig wirklich wieder so streifenfrei sauber sind. Es sind ein paar Macken schon dran, da wurde an der einen oder anderen Stelle wurde da schon mal zu sehr gerubbelt, sodass dann quasi der Kunststoff an der Stelle ja, wie matt erscheint. Aber das ist halt auch nicht schlimm. Der Kunststoff profitiert ganz enorm von der Keramikbeschichtung, denn der wird ja mitbeschichtet. Und der strahlt dann einfach wieder in einem richtig satten Schwarz. Also so, wie er mal kam. Es gibt dem einfach so eine, das ist so eine richtige Frischzellenkur für den Kunststoff. Nicht nur der Lack wird ja geschützt, aber in den Kunststoff zieht die Keramik einfach viel besser noch ein. Schützt diese natürlich trotzdem, gerade mit UV-Blocker, ganz enorm wichtig bei Kunststoffen, so dass der dann nicht nur wieder neu aussieht, sondern auch sehr lange so bleibt. Und natürlich auch den Easy-to-Clean-Effekt hat. Also das betrifft ja alle Oberflächen, die keramisch versiegelt werden. Auto ist soweit schon vorbereitet, ich habe die Kennzeichen schon abgebaut, dahinter wollen wir natürlich auch sauber machen und polieren und beschichten. Es wird nichts ausgelassen, die Kennzeichen habe ich schon separat gereinigt. Das kann ich nun mal immer nicht zeigen. Die Kennzeichen sind persönliche Daten, die zeige ich in den Videos nicht. Vielleicht zeige ich es irgendwann mal an meinem eigenen oder so, dass ich die auch mit beschichte jedes Mal. Ansonsten sehen es die Kunden dann spätestens, wenn sie das Auto waschen, dass auch die Kennzeichen dann super einfach sauber gehen. Den Lack habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, den gucken wir uns gleich zusammen an. Ich werde erstmal einen kleinen Rundgang machen. Ich nehme euch gleich noch mit. Ich werde einen Testspot fahren, werde mal gucken, wie der Lack hier ist. Die letzten Opel, die ich gemacht hatte, das war mehr weicher Lack. Die gehen meist relativ easy zu polieren, weil die halt nicht so ultra hart sind. Dafür sind die Lacke natürlich auch anfällig, gerade für Umwelteinflüsse, Harze, Vogelkot etc. pp. Das spielt hier auf jeden Fall immer eine große Rolle, aber darauf gehen wir später ein. Gucken wir uns erstmal den Lackzustand an und ich mache erstmal einen Testspot. Ja, ein paar ganz einzelne, etwas tiefere bleiben noch drin. Da werde ich dann separat nochmal drüber gehen, einfach kontrollieren mit meinen Markierungsstiften. Ihr kennt das Spiel, dass man quasi dann da einfach nochmal eine zweite Runde fährt. Wie erwartet, es ist weicherer Lack, er lässt sich besser polieren, leichter polieren. Die Kratzer entfernen ist einfach schneller gemacht mit weniger abrasiven Mitteln. Wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle, wo noch mal ein bisschen tieferer drin ist, da werde ich dann wahrscheinlich auch noch mal zum Medium Mikrofaser oder sogar Heavy Cut Mikrofaser Pad greifen, beziehungsweise zur stärkeren Schleifpaste von Sonax, der
6.3 ist das, glaube ich, die MaxCut. Die bringt auch meistens die Lösung. Beim Mercedes, den ich letztens gemacht habe, kam nur die zum Einsatz, weil harter Mercedes-Lack, aber da brauche ich hier nicht anfangen, da schleife ich viel zu viel Lack runter. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen den Lack erhalten und so lange wie möglich halt schön halten. Ja, damit ist klar, was wir machen. Lege ich los. Bin ich soweit durch. Also es ging gut, dadurch, dass es der weiche Lack ist, kommt ihr relativ schnell voran, aber trotzdem, die gut 10 Jahre stecken dem Auto natürlich in den Knochen und das sieht man am Lack einfach und es sind auch natürlich hier einige tiefere Kratzer dabei, die einfach ein bisschen länger brauchen, bis man die halt auspoliert hat. Ansonsten war bei dem Auto noch relativ kritisch. Der Lack wurde sehr heiß beim Polieren. Es hat dieser weiche Lack, vor allem die dunklen Farben, in der Regel so an sich. Das Fett hat tatsächlich geglüht. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Aber es ist in der Mitte wirklich gefühlt angekokelt. Genauso sieht es auch aus, kommt natürlich jetzt in die Tonne, das hat es hinter sich. Aber der Lack war dankbar, hat keine Probleme gemacht in dem Sinne. Ich bin an den meisten Stellen so 2 Cut-Gänge gefahren und dann nochmal einen Hochglanzgang. An manchen 3, an manchen 4, kam immer drauf an, aber so im Mittel, denke ich mal, waren es 2er. Da ist ein sehr, sehr schöner Tiefenglanz entstanden auf jeden Fall. Am Ende die Hochglanzpolitur natürlich auch schön lange durchgefahren, damit ihr bei Schwarz dann auch möglichst keine Hologramme habt. Am Ende, wenn man es hier so in der Garage sieht, dann sieht es in der Regel immer gut aus, aber sobald man es ins glänzende Sonnenlicht stellt, dann soll es immer noch klar sein und dann nicht auf einmal funkeln. Wo ich sehr lange gebraucht habe bei diesem Auto war Polierreste. Und zwar nicht meine, sondern die von dem, der da vorher dran war. Ich weiß nicht, wer es war, aber
Er hat mir sehr viele Polierreste hinterlassen in jeder Türkante. Jede Türkante war komplett weiß von Polierresten. Die Türeinstiege waren komplett voll. In jeder Falz von Bauteil zu Bauteil hinter den Lampen überall. Es waren überall Polierreste. Und das habt ihr eben im Video gesehen, relativ zum Schluss. Da gehe ich dann mit dem Dampfreiniger nochmal durch alle Kanten durch. Der löst das zum Glück relativ gut an. Das verschmiert dann aber auch so total eklig. Also der pustet es nicht einfach weg. Geil wäre jetzt hier an der Stelle gewesen, wenn ich schon Trockeneis hätte. Kommt übrigens im Mai. Kleiner Hinweis an der Stelle, ne? Sind auch schon die ersten Kundentermine vergeben. Also haltet euch ran, wenn ihr sowas auch haben wollt mit Trockeneis, dann macht einen Termin. Damit wäre es natürlich noch einfacher gegangen, die ganzen Polierreste wegzublasen. Von mir kamen im Grunde genommen keine dazu, weil die Politur, die ich jetzt verwendet habe, die stauben einfach nicht so krass. Und dementsprechend per se kommt da nicht so viel von mir dazu. Und ich bin ja auch nicht so ultimativ irgendwo dann mit viel Politur und dem Finger in die Ecke gegangen und habe dann alles geschmiert. Das mache ich auch in der Regel nicht. Räder habe ich schon abgebaut, die liegen hier schon an der Seite, die müssen nur noch entfettet werden, beziehungsweise nochmal durchgeguckt werden, ob das soweit alles stimmig ist. Und dann werden die auch mitgemacht hier bei dem Auto. Ansonsten bekommt der Lack natürlich eine Keramik drauf. Alle Kunststoffteile werden mit beschichtet und die Scheiben mache ich auch mit. War gar nicht lange schnacken, weil wir haben jetzt, naja, kurz nach 15 Uhr. Bis zum Ende des Tages wollen wir das hier noch fertig kriegen. Die Beschichtung ist soweit fertig, hat jetzt insgesamt, naja, so circa 30 Stunden gedauert. Also wirklich mit allem drumherum, mit Felgenbeschichten, mit dem Innenraum noch machen. Wobei jetzt nicht super viel zu machen war. Wie gesagt, einmal ausrauben, einmal überwischen. Einfach sauberes Auto außen, perfekt poliert. Darf auch gerne sauber innen sein, sodass man quasi immer dieses Komplettpaket hat. Denkt dran. Die Innenreinigung ist nur eine kleine Innenreinigung und nicht die übliche Innenreinigung, die ich sonst durchziehe, also wo ich wirklich alle Register ziehe. Meistens sind es ja auch saubere Autos, die hierher kommen für eine Keramikbeschichtung. Häufig natürlich Neuwagen, da ist klar, die werden innen noch nicht so verlebt sein.
Hier bei einem 10 Jahre alten Auto, man hätte was anderes erwarten können, aber extrem gepflegter Garagenwagen, kann man gar nichts sagen. Fast wie ein Neuwagen, nur mal drüber saugen, durchwischen, fertig. Das war's dann schon. Ansonsten, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Der Lack ist wieder richtig geil, tief glänzend geworden und ist jetzt natürlich auch geschützt für die nächsten Jahre. Ich habe gesehen, der Besitzer fährt nicht so arg viel mit dem Auto, sodass er von der Keramikbeschichtung auch lange was hat. Das ist ja auch immer so eine grobe Richtung, die ihr da einfach annehmen könnt mit den 3 Jahren oder 36.000 Kilometer. Ich sage immer, die Kilometerlaufleistung ist da eher entscheidend, sodass ihr dann sagen könnt, okay, wenn ich jetzt ein Wenigfahrer bin, sagen wir jetzt einfach mal, ihr fahrt vielleicht übertriebenerweise 6.000 Kilometer. Dann könnt ihr tatsächlich mit einer Standzeit von 5, 6 Jahren rechnen. Also es ist dann nicht nach 3 Jahren einfach weg, sondern es ist dann immer noch da und performt in der Regel auch immer noch gut. Andersrum, wenn ihr sehr, sehr viel fahrt, könnt ihr leider nicht immer die 3 Jahre annehmen, weil ich sage jetzt mal so wie mein Auto, was so zwischen 20 und 30.000 Kilometer im Jahr gefahren wird, da hält natürlich so eine Keramikbeschichtung dann nicht die Jahre durch, sondern die Kilometerlaufleistung. Und dann ist halt nach, ich sage jetzt mal, nach 2 Jahren ist dann einfach Schluss. Also dann ist da wirklich das meiste runter. Ich werde demnächst auch ein Video machen zu meinem. Der soll ja noch foliert werden mit der Firmenwerbung und so, also mit Firmenaufschrift an der Seite und hinten. Das geht natürlich jetzt nicht, solange die Keramik noch drauf ist. Der ist ja auch keramikbeschichtet. Die habe ich allerdings vor 2 Jahren schon aufgebracht und habe ja gerade gesagt, ich fahre sehr viel mit dem Auto. Dementsprechend werden wir, bevor ich den polieren werde, damit die Folie drauf kann, werde ich nochmal ein Video machen und zeigen, wie performt die Keramik nach 50, 60.000 Kilometern. Weil das ist ja immer die große Frage. Hält es wirklich so lange? Performt es dann noch? Hat es noch so ein Abwehrverhalten? Ist es immer noch leicht zu reinigen? Wo ist er noch da? Wo ist er nicht mehr da? Und da habt ihr dann einfach mal einen Stand, um zu sehen, ja, das hält lange oder nein, es hält eben nicht lange. Genau. Mit dem Kollegen bin ich soweit durch. Der Kunde kann nachher abholen. Dann ist hier alles durchgetrocknet. Ich komplettiere das Auto jetzt noch. Fürs Video baue ich ja immer alles ab und sorge dafür, dass keine personenbezogenen Daten und natürlich auch Erkennungsmerkmale auf dem Video zu sehen sind, damit die Autos quasi anonym bleiben. Es geht ja nur um das Auto, nicht um den Besitzer. Dementsprechend, ja, kann ich natürlich auch nicht zeigen, wie ich die Kennzeichen beschichte. Was ich aber tue, warum, habe ich in dem einen oder anderen Video schon mal erklärt. Ja, ansonsten, schön, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Gleich gibt es noch die Aufnahmen vom fertigen Auto, den Carporn. Und ich verabschiede mich hier an der Stelle schon mal, bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt dran, Daumen hoch, abonnieren, Glocke aktivieren und das Video teilen an Leute, die das sehen müssen. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Yeah.